Schreiben Sie das auf. Können Sie das nochmal wiederholen? Er heißt Agastya, eine sehr berühmte Askete in der mythologischen Zeit. Der berühmte Askete Agastya ist Begründer von dieser Palmer-Bibliothek. Und auch, es gibt auch unzählige Hindu-Götter. Zum Beispiel hier sehen Sie Gott Shiva und seine Gemahlin Parvati. Shiva soll immer solche linken Phallus vor den Gästen. Shiva hat Flechtenkrone, Flussgöttin Ganges auf dem Kopf, Mordsichel, Dreizack. Gott Shiva wohnt in Kailash Himalayan Berg. Okay. Und Shiva und Parvati haben zwei Söhne. Nummer eins ist Ganesha, elfenkopfiger Gott, hinter dieser Überwindung. Nummer zwei ist Kartik. Oftmals Kartik, zweiter Sohn Shiva, dargestellt mit sechsköpfiger Sollfarbe. Wir haben andere Gott, heißt Gott Vishnu. Gott Vishnu immer drei Senkrechtstische. Vishnus Hauptmerkmale Diskus und Mordsichel. Der zweite Sohn Shivas mit zwei Gemahlinnen. Zweiter Sohn Shivas trägt eine Lanze und eine Donnerkeil, zwei Gemahlinnen. Sehen Sie, alle Shiva-Götter haben drei waagerechte Tische. Vishnu hat drei senkrechte. Das ist der Unterschied. Ja, Unterschied. So, please help me in the middle. No issues. So, we are expression über Hinduism, Hindu Pantheon, bei des unterwegs. Wenn Sie möchten, unterwegs, kann man auch einen kleinen Hindu-Tempel sehen. Darüber kann man auch mehrere Informationen geben. Okay, haben Sie noch nicht ein Frühstück gehabt? Nein. Möchten Sie die indische Frühstück?
Brahma. Brahma trägt Gebetskranz Opferkrug. Nummer zwei, Vishnu, Blaue Vishnu, Yarchalter. Vishnu hat drei Senkrechtestischen. Vishnu trägt, sehen Sie, Diskus, Muschelhaar, eine Keule. Die drei Hauptwaffenattribute. Und Shiva. Shiva Zerstörer, wieder Erneuerer, drei Waagereste, Stirnaugigkeit, Flechtenkrone, Kobras, Mondsichel auf dem Kopf, zweite Gemahlin Shivas, Fußgöttin Ganges. Shiva trägt immer eine Tigerfelle. Was ist das Zeichen des ersten Gottes? Gott Brahma. Ja. Das Zeichen auf der Stirn? Wir haben nur zwei Gläubige. Entweder Shiva-Gläubige oder Vishnu-Gläubige. Hm. Wir haben überhaupt keine Brahma-Kult. So, wir haben kaum den Tempel. Zeichen ist so. So, sehen Sie? Auf dem Stirn sehen Sie. Ja. Ein U. Okay. Erstens, Brahma, Schöpfergott, Gemahlin heißt Göttin Saraswati, aber schon gestern gezeigt mit dem Sitar. Ausbildung Musikgöttin. Vishnu Nummer 2. Frau von Vishnu heißt Lakshmi mit Elefanten. Wohlstand Reichtum Göttin. Nummer 3. Shivas Gemahlin heißt Parvati Durga auf dem Globe. In meisten Tempeln findet man diese drei Götter mit verschiedenen Herabstiegen, Inkarnationen. Noch einmal, Vishnu ist so, Shiva ist so. Es gibt verschiedene Formen von Shiva, zum Beispiel sitzende Shiva, Kailash Bell, Shivas Reittier Nandi Bulle, das sind Opfergabe. Shivas erster Sohn heißt Ganesha, elfenkopfigen Gott. Zweiter Sohn Shiva heißt Kartik Muruga. Es gibt verschiedene Formen von Shiva. Einer ist sehr besonders. Halb männliche Shiva, halb weibliche. Beide sind zusammen, vereinigt. Shivas right ear Nandi Bulle, Parvati's right ear Lord. Warum vier Hände, vier Arme? Wie bitte? Warum vier Hände, vier Arme? Alle Götter haben mehr als zwei Arme. Supernatural. Warum? Die Frage ist, warum? Die Antwort ist, warum nicht? Götter. Du hast keine Antwort. Götter. Dann ja. Okay. Noch einmal Shiva und Parvati. Flussgöttin Gangas, Kobras. Drei Waagereste Stichen, Stirnaugigkeit, Kobras, Tigerfelle, Dreizack, Sanduhrtrommel. Das sind Opfergaben, Bananas, Räucherstäbchen, Kokos, Lampe. Aber Shiva ist das einzige Gott, nie eine anthropomorphische Form dargestellt. Shiva ist immer so ein Lingam, Phallusform dargestellt, weil Shiva-Kult abgeleitet von dem Fruchtbarkeitskult. Kommen Sie bei Mittelschweiß, Ihr Mann will das machen. Jetzt kommt unsere Hauptsache. Nach der Hinduismus, Hindu-Astrologie haben wir jetzt 9 Planeten. Inzwischen ist der Sonnengott mit 7 Pferde. Die 7 Pferde bedeutet 7 Tage plus 7 Farben. Auf Englisch sagt man Spektrum, Vibgyor, ja, so ist das. Andere 8 Planeten, immer die gehen rum. Für jede Person, dieser Planet, diese Konzentrationsbewegung, haben viel Einfluss an uns. Deshalb, meine Freund von Tourismus Büro, wir besuchen einen alten Tempel, da machen wir eine besondere Gottesdienst für alle Leute. Ja, und dann, das ist der Sonnengott Surya. Surya, mit 7 Pferden. Das alles, das kann das Gebet
und dann so unterwegs fotografiert. Jetzt die Zeit ist knapp. Nochmal eine Frage. Vishnu und Brahma sind gleich, ist ein U. Brahma, nein, Brahma. Normal, ja, das sieht doch so, aber Vishnu soll immer so sein. Ja. Aber das sieht doch gleich, aber nicht korrekt. Das ist die künstlerische Fantasie. Aber das Brahma ist doch gleich, so. Gleich. Das sieht doch gleich, aber nicht korrekt. Nein, ich habe nicht diese Bilder gemacht. Alles klar. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gesundheit.